Ehre, Glaube, Land, Öl. Kriege werden aus allen möglichen Gründen geführt. Aber auf dem Schlachtfeld braucht jeder Soldat seinen eigenen Gott. Wie sich rausstellte, fanden meine Kumpels und ich für uns einen ganz besonderen. Willkommen im 222. Bataillon der US Army. Das ist die B-Kompanie, in die sie alle reinstecken, die nirgendwo reinpassen und von der Army als entbehrlich eingestuft werden. Man nennt sie die Bad Company. Ein zusammengewürfelter Haufen von Außenseitern, die unserem Land als Kanonenfutter dienen. Mein Name ist Preston Marlowe. Für das, was ich getan habe, hätte ich im Bau landen können. Stattdessen versetzen sie mich hierher. Das ist meine Geschichte. Private Preston Marlowe, melde mich zum Dienst, Sir. Meinst du, dass du hier richtig bist? Ich denke schon, Sir. Wie viele Leute sind schon gestorben? So an die 13? Das ist doch die B-Kompanie, oder? Ja, das ist sie. Aber lassen Sie diesen Yasser-Scheiß. Ich bin Sergeant und nicht der verdammte Präsident. Okay, Entschuldigung, Sir. Ich meine, Sergeant. Lassen wir das. Der da drüben heißt Sweetwater. Hey, willkommen in der Spielgruppe. Er ist Haggard. Hey, alles klar? Du riechst noch so sauber. Mein Name ist Redford. Nenn mich so oder Sarge. Wir sitzen gemeinsam in der Scheiße. Gut, Sarge. Weißt du, welchem Squad ich zugeteilt bin? Du riechst irgendwie nach Greenhorn, wie ein neues Spielzeug. Ja, ich wette 3 zu 2, dass er bis Freitag tot ist. Sarge? Du kannst hierbleiben. Greenhorn. Greenhorn. Okay. Für mich geht's ja in 3 Tagen nach Hause. Aber du solltest besser die anderen kennenlernen. Haggard ist der geborene Sprengstoffexperte. Was denn? Ich mag's halt, wenn Dinge in die Luft fliegen. Ja, das geht auch in Ordnung, solange es feindliche Dinge sind. Ach nee. Und Sweetwater? Tja, wenn du mal jemanden brauchst, der dir doch in den Bauch quatscht, hier dein Mann. Das ging unter die Gürtel. So viel rede ich gar. Halt die Klappe, Bravo Sweetwater. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet, over. Ach, das ist Miss July, die neue Koordinatorin. Mike 1 Juliet, hier ist Bravo 1 Charlie. Sie sollen sich vor den Konvoi setzen und das Gebiet auskundschaften. Ich melde mich, sobald ich neue Anweisungen habe. Out. Alter Schwede, ihre Stimme ist der Hammer. Sweetwater. Ja, komisch, was? Wir bewegen uns immer in Richtung Kampfgebiet, während die immer in die Gegenrichtung fliegen. Hoffentlich sind das unsere Geschütze. So oder so, geiles Geräusch. Das ist ein Hinterhalt! Ja, typisch! Lass das Gejammer, Sweetheart! Wurde auch Zeit, dass wir was zu tun kriegen! Guck mal, der Neue, der ist... Oh, sieh an, das Greenhorn ist tot. Jetzt schon? Ich fing gerade an, mir seinen Namen zu merken. Wahrscheinlich hieß er Joe. Ist meistens so. Er heißt Preston. Preston Marlowe. Und er ist nicht tot. Richtig, Soldat? Geht's dir gut, Marlowe? Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet. Over. Ah, die süße Stimme von Miss July. Mike 1 Juliet, hier ist Bravo 1 Charlie. Over. Wir haben schweres Geschützfeuer bei Koordinate 641. Sie haben grünes Licht, die Artilleriebasis auszuschalten. Out. Ihr habt die Lady gehört. Auf zur Artilleriebasis. Unter Nummer sicher verstehe ich was anderes. Sicher ist nicht mein zweiter Vorname. Eigentlich ist es Gordon, aber... Squad, neu formieren! Bravo 1 Charlie, sind die Artilleriegeschütze noch intakt?
Der Juno-Konvoi hatte Ärger auf der Brücke. Over. Mike 1 Juliet, wir sollen die feindlichen Geschütze benutzen? Over. Bestätigt. Kesseln Sie den Gegner an der Brücke ein, aber seien Sie vorsichtig. Es sind auch Verbündete in der Nähe. Out. Ich mach das nicht. Wenn ich unsere Jungs treffe, meckert ihr mich wieder an. Hey, wie wär's denn, wenn der Neue es macht? Gute Idee. Wachsam bleiben, Marlow. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet. Der Juno-Konvoi braucht eine alternative Route. Die Brücke ist hinüber. Weiter vorn kreuzt ein Fluss, der wäre perfekt geeignet. Machen Sie den Weg frei. Over. Verstanden, Mike 1 Juliet. Wir kümmern uns darum. Out. Mike 1 Juliet, hier ist Bravo 1 Charlie. Over. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet. Gute Arbeit bei der Flusspassage, Jungs. Und ich habe auch direkt einen neuen Auftrag. Sie haben grünes Licht für Einsatzziel Mustang. Over. Grüßt du sie mal von mir? Einsatzziel Mustang. Verstanden. Out. Okay, Jungs. Hört zu. Westlich von hier ist eine Farm, die vermutlich von russischen Streitkräften besetzt ist. Wir werden sie auskundschaften und alle Feinde aus dem Weg räumen. War da was? Dachte, ich hätte was gehört. Soll das wieder ein Scherz sein, dass ich zu viel rede? Wenn ja, dann sag ich dir eins. Er hat recht. Es kommt aus der Scheune. Oh, Kacke! In Deckung! Wir müssen diesen Panzer ausschalten! Marlow, wir brauchen was anderes, um den Panzer auszuschalten. Sieh zu, dass du was findest! Gut gemacht. Wir sammeln uns beim Rauchsignal. Tut gut, was? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Panzer. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet. Luftunterstützung ist unterwegs zu euch. Zieht die Köpfe ein und wartet auf den Vogel. Out. Bravo 1 Charlie, hier ist Super 6-5. Bin unterwegs zu eurem Einsatzgebiet. Haltet durch. Out. Bravo 1 Charlie, Landezone in Sicht. Bleibt zurück. Out. Hier ist 6-5. Bin getroffen. Scheiße, die haben den Heli getroffen. 6-5 hier, Maschine schmiert ab. Geh runter. Scheiße. Shit, wir sind wieder auf uns allein gestellt. Scheiße, ich hab's gewusst! Bravo 1 Charlie, wir haben Probleme, einen Helikopter zu Ihrer Position zu bekommen. Sie müssen noch eine Weile allein durchhalten. Wie ist Ihr Status? Over. Wir sind einsatzbereit. Over. Rücken Sie weiter vor und kümmern Sie sich um die Flugabwehrgeschütze bei Einsatzziel Impala. Out. Hört zu, Jungs. Einsatzziel Impala ist eine Flugabwehrstellung. Wir haben Befehl, sie auszuschalten. Waffen bereit machen. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet. Over. Hier ist Bravo 1 Charlie. Over. Gute Arbeit bei den Flugabwehrgeschützen. Es ist allerdings noch zu früh, um sich zurückzulehnen. Die Trucks, die Sie gesehen haben, scheinen zu einer Farm im Osten unterwegs zu sein. Könnte ein Nachschubdepot sein. Und Sie sind unsere beste Waffe, es auszulöschen. Over. Ja, ja, schon verstanden. Over. Dann haben Sie grünes Licht für Einsatzziel Bronco. Out. Okay, Jungs. Wie es aussieht, müssen wir noch eine Farm sichern, bevor ich mich in den Angelurlaub verabschieden kann. Macht euch bereit. Ja, genau das meine ich doch. Da kommt die Kavallerie. Wieso habt ihr so lange gebraucht? Im Verkehr stecken geblieben? Gut gemacht, Jungs. Wir rücken mit dem Konvoi weiter vor. Auf geht's. Mike 1 Juliet, hier ist Bravo 1 Charlie. Die reißen uns hier den Arsch auf. Over. Bravo 1 Charlie, das muss die Artillerie von Einsatzziel Taurus sein. Warten Sie auf Luftunterstützung. Wir kümmern uns darum. Out. Bravo 1 Charlie, hier ist Mike 1 Juliet. Sie blockieren unsere Luftwaffensysteme. Ich sehe ein paar Radartrailer. Wenn Sie die ausschalten, kann ich Ihnen ein paar Kracher schicken. Over. Roger, sind unterwegs. Out. Okay, ihr habt die Lady gehört. Die Hunden kommen! Hier ist Bravo 1 Charlie, haben Einsatzziel Taurus erreicht. Over. Sehr gut gemacht, Sergeant. Und sind alle noch da? Over. Ich glaube, wir haben Sweetwater verloren. Wiederholen Sie. Over. Vergessen Sie das. Out. Sweetwater! Entschuldigung, Sarge. Ich bin hier, Sarge. Und ihr solltet euch das besser mal ansehen. Da bin ich aber gespannt. Verdammter Rauch. Du bist doch nicht verletzt, oder? Wenn sie dich auch noch nach Hause schicken, bin ich mit dem Greenhorn allein. Kommt her, seht euch das an.
Ist das kein Russe? Nein, es handelt sich hier um einen Söldner und er gehört dem Legionär an. Wow, dem Legionär? Den gibt's nur in Schauermärchen. Nein, der ist echt. Hat sogar eine eigene Armee. Man sagt, die tödlichste der Welt. Seht euch das an. Acta non verba. Das ist das Motto des Legionärs. Das ist Latein und bedeutet Taten statt Worte. Quatsch, ich hab mal bei Taco King gejobbt und bin sicher, das ist Spanisch. Ach, halt die Klappe. Dein Motto müsste sein Worte statt Handeln, weil du ewig quasselst. Verschwinden wir hier. Hey, Sarge, du solltest dir das anhören. Wissen ist Macht. Ein Beispiel. Es heißt, dass er immer in Goldbarren zahlt. Ich check nur ganz kurz, ob er noch einen Puls hat. Hey, kneif mich und nenn mich Eldorado! Aber wer es findet, darf es behalten. Nein. Ich will's naja, so fing alles an. Wir fanden dieses Stück Gold. Für Leute mit weniger Charakterstärke wäre das vielleicht ein Problem gewesen. Aber wir kannten unsere Pflicht. Und als der Sergeant meinte, das Gold gehöre der Army, waren wir alle einverstanden und gingen wieder an die Arbeit. Da Uncle Sam mit dem Krieg wirklich genug zu tun hatte und der Goldbarren doch so klein war, beschlossen wir, dass es das Beste sei, ihn aufzubewahren und unter uns aufzuteilen. Über diese Lösung waren allerdings nicht alle glücklich. Naja, einen ganzen Truck kann man sich vielleicht nicht davon kaufen, aber wenigstens die Radkappen und den Rest drumherum bauen. Halt die Klappe, Sweetwater! Wow, es geht also nach Servograd, wie? Ist das netter? Es liegt 20 Kilometer hinter der Front. Ein wichtiger Hafen. Die Army startet eine Offensive und wir sollen als Erste reingehen. Haben die dafür keine Spezialeinheiten? Wir gehen vor denen rein. Die sind zu wertvoll für sowas. Ja, das ergibt einen Sinn. Solltest du nicht demnächst Heimaturlaub haben, Sarge? Morgen, Haggard. Noch einen Tag in dieser Scheiße, dann kämpfe ich nur noch gegen Schwertfische. Hört sich gut an, Sarge. Nächster Stopp Karibik. Aber vorher kommt Sabograd. Sabagrabadingdong! Ich mache einen Abflug, Jungs. Weiter in Teil. Hey, Sweets. Hatte der Tote eben nicht auch so ein schickes Symbolding? Acta non verba. Ja, du hast recht. Sehen wir uns das mal an. Könnte eine Falle sein. Hey, Greenhorn, sieh du dir das mal an. Klasse, Press. Aber wir teilen doch alles, was wir finden, oder? Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Over. Hier ist Bravo One Charlie. Over. Sie haben grünes Licht für Einsatzziel Backfield. Out. Okay, hört zu, Jungs. Unsere Panzerdivision rückt an und unsere Aufgabe lautet, den russischen Nachschub zu stoppen, bevor sie hier eintrifft. Auf geht's! Das ist der Plan. Wir greifen zuerst das Waffenlager an. Sobald wir den Sektor gesichert haben, sammeln wir uns und rücken vor zum Treibstoffdepot. Entschuldigung, Sarge, aber wäre es nicht andersrum einfacher? Ja, oder wir könnten uns aufteilen und beide gleichzeitig einnehmen. Oh ja, ja, tolle Idee. Oder ich könnte euch beide erschießen und die Sache mit Marlow allein durchziehen. Okay, okay, wir machen's, wie du gesagt hast. Du bist der Boss. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Eine russische Vorhut nähert sich der Brücke. Sie sind jetzt ihr Hauptziel. Sie dürfen nicht zulassen, dass sie die Brücke kontrollieren. Over. Mike One Juliet sind hier unten nicht gerade gut besetzt. Wie wär's mit Luftunterstützung? Over. Bravo One Charlie, Anfrage negativ. Ich habe derzeit nichts für Sie. Kommen Sie trotzdem klar? Over. Ja, kein Problem. Out. Scheiße, wenn man immer zuverlässig ist. Sarge, das Ding da drüben. Ich glaube, das ist ein russisches Mörserleitsystem. Ich wette, wir können es gegen Sie einsetzen. Verdammt richtig, gewettet Sarge, verdammt richtig. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Der Angriff auf Sabograd hat begonnen. Rücken Sie vor bis zur Stadtgrenze und warten Sie dann auf weitere Befehle. Out. Ihr habt sie gehört. Wir gehen rein. Von mir aus. Wenn wir als Erste reingehen, finden wir vielleicht Gold. Deswegen sind wir nicht hier. Du willst doch in der Karibik segeln, oder? Dafür brauchst du ein Boot, richtig? Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Die Russen sind in besserer Verfassung, als wir dachten. Sie müssen für uns ihre Defensivstellungen ausschalten. Für die Akten, das ist Einsatzziel Offside. Out.
Die klangen irgendwie aufgewühlt, oder? Sie klangen aufgewühlt. Kein gutes Zeichen. Wahrscheinlich hast du was Falsches gesagt. Ich? Ich hab doch nie mit ihr geredet. Hör zu. Einsatzziel Offside ist ein Plan B. Das bedeutet, dass unsere Panzer in Schwierigkeiten stecken. Wir nehmen uns die Stellung sofort vor. Sieh an. Wen haben wir denn da? Besser spät als nie, was? Obwohl wir deren Job schon so gut wie erledigt haben. Warum kriegen die eigentlich immer die coolen Spielzeuge? Weil sie auf den gestellten Fotos für die Presse gut aussehen. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sie haben Befehl, zur 32. Panzerdivision zu stoßen und mit ihnen den finalen Angriff auf Slavograd zu führen. Over. Ach ja? Wir hatten eigentlich auf ein paar Urlaubstage gehofft. Over. Das wird warten müssen. Wir sind derzeit knapp an Einheiten. Deshalb setzt das Oberkommando alles gegen diese Stadt ein. Und das schließt auch ihr Squad mit ein. Over. Verstanden. Out. Gesichert. Gute Arbeit, Jungs. Wir haben sie durchgebracht. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Over. Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie. Over. Wir werden sie eine Weile aus dem Hauptkampf raushalten, aber da gibt es noch etwas, das sie für mich tun könnten. Over. Da gehe ich jede Wette ein. Over. Ich möchte, dass sie den Slavograd-Kommandoposten finden und deren Kommunikation lahmlegen, bevor sie Verstärkung anfordern können. Wenn sie ihre Arbeit gut machen, kann ich ihre Jungs vielleicht aus der Bad Company rausholen. Over. Wenn wir dadurch hier rauskommen, machen wir's. Oder, Sarge? Mike One Juliet, wir werden uns umsehen. Out. Dann mal los! Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sie waren wohl zu spät, Sergeant. Sie konnten den Hilferuf absetzen und jetzt drücken noch mehr Feinde an. Over. Schneller ging's einfach nicht. Over. Sie sollen doch morgen nach Hause, Sergeant. Kein guter Zeitpunkt, um mit dem Fehlermachen anzufangen. Sie müssen jetzt ihre... Was war das? Bravo One Charlie, Sie haben einen neuen Eilauftrag. Auf dem Stadtplatz steht ein defekter Panzer. Suchen Sie sich eine gute Defensivstellung und schützen Sie ihn, bis unsere Mechaniker ihn da rausholen können. Verstanden, Sergeant? Over. Verstanden. Mit was für Einheiten müssen wir uns auseinandersetzen? Over. Nein, keine Infos, aber Sie werden es sicher herausfinden. Out. Wir kümmern uns drum. Out. Ihr habt sie gehört. Wir gehen zum Stadtplatz und suchen den Panzer. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Der Feind räumt ein großes Waffendepot. Sollte eine gute Gelegenheit für den finalen Angriff auf den Hafen sein. Und versauen Sie es diesmal bitte nicht wieder. Out. Hafen, ja? Was meint ihr, ob da unten Söldner sind? Meinst du, die könnten Gold bei sich haben? Genau. Seht mal, die verschwinden, alle. Wir haben es tatsächlich geschafft. Glaubt ihr, wir werden jetzt versetzt? Keine Ahnung, aber du hast es sicher verdient. Ja, genau. Hey, seht mal. Da unten bei den Trucks. Das sind Söldner, oder? Sieht ganz so aus. Sollten wir sie nicht aufhalten? Ihr wisst schon, ein paar Fragen stellen. Sie durchsuchen. Unser Befehl lautet, den Sektor zu sichern. Also schätze ich... Was? Nein, wartet mal. Wie war das noch mit auf Nummer sicher gehen? Hm? Die Jungs könnten echt gefährlich sein und du gehst morgen nach Hause, schon vergessen? Dauert doch nur eine Minute. Die sind tot, okay? Hey, Haggett, können wir jetzt wieder zu den anderen? Nichts. Nicht mal ein Nugget. Wo wollen die so schnell hin? Du hast sie verloren, du Volltrottel! Ich weiß schon, was ich tue. Das ist nur eine Abkürzung. Du weißt, was du tust. Du weißt, was du tust. Wenn ich jedes Mal nur einen Cent kriegen würde, wenn du das sagst, bräuchte ich das Gold nicht. Dort sind die Trucks. War doch eine Abkürzung. Sie überqueren die Grenze. Wir können ihnen nicht weiter folgen. Wo ist Haggard hin? Da drin gibt's massig Gold! Mist, eine neutrale Zone. Haggard, komm zurück! Er kann dich nicht hören, Sarge. Und wenn, tut er sich ja nur so. Ich sag's nicht gern, aber wir müssen ihn zurückholen. Müssen wir ihn denn wirklich unbedingt da rausholen? Ich meine, müssen wir? Vorwärts! Gut. Haggard war also gewissermaßen im Alleingang in ein neutrales Land einmarschiert.
Nicht der beste Weg. Amüsierst du dich gut, Haggard? Naja, schon. Ach ja, warum? Das Gold! Hast du's nicht gesehen? Naja, Sweetwater könnte sowas Großes nicht verschlucken. Halt die Klappe, Hag. Nenn mir einen guten Grund, dich nicht in den Bau zu stecken. Ganz klar, weil du mich liebst, Sarge. Auf plutonische Weise. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Over. Mike One Juliet, hier Bravo One Charlie. Over. Ich hoffe, Sie haben dafür eine gute Erklärung, Sergeant. Over. Es war meine Entscheidung. Wir mussten einen Angriff abwehren. Oder vorbeugen. Over. Sehen Sie zu, dass Sie zur Basis zurückkommen. Over. Von mir aus. Ich wollte sowieso in den Angelurlaub. Over. Nein, Sie kommen vors Kriegsgericht. Ich denke, Sie gehen die nächsten 9 bis 12 Monate nirgendwo hin. Out. Scheiße. Das war übel, was? Ganz übel. Es ist schlimm, Hanks. Schlimmer als das, was wir jemals gemacht haben. Ich sag's Nein. dir, alles, was du machst, ist schlimm, Nicht Hanks. So schlimm wie Hasselhoffs drittes Album. Oh, viel schlimmer. Wirklich. Oh nein. Niemals! Lass mich mal nachdenken. Und? Was machen wir jetzt? Wir sind hier, oder? Was? Wo sind diese Trucks? Oh nein, nein, Sarge, das kann nicht dein Ernst sein. Ist es aber. Was? Du willst hinter dem Gold her? Von der Army kann ich kein Edelmetall erwarten. Kommt ihr mit, oder was? Ich bin nicht sicher, ob mir das alles hier so recht ist. Gold, Sweets! 24 Karat! Was für eine Motivation brauchst du denn noch? Was meinst du, Preston? Naja, so eine Million könnte ich gut gebrauchen. Wie jeder andere auch. Ja, Jungs, wartet! Wo diese Laster wohl hinwollen? Ich glaube, in der Richtung gibt's einen Hafen. Komisch. Wieso weißt du immer sowas und ich nicht? Tja, deshalb bin ich der Boss. Apropos, jetzt, wo wir fahnenflüchtig sind, bist du eigentlich kein Sergeant mehr, oder, Redford? Entweder machst du, was ich dir sage, oder ich versohle dir deinen kleinen Hintern. Okay, schon gut. War nur eine hypothetische Frage, Sarge. Dann stell keine hypothetischen Fragen mehr. Ziemlich schwer bewacht. Und wir? Ziemlich schwer bewaffnet. Gehen wir da wirklich rein? Ich weiß, dass die Laster da drin sind. Ich weiß es einfach. Okay, sehen wir uns die Sache mal näher an. Mann, ist das ein großes Boot! Sweet! Wie war das mit dem Legionär? Der Frachtraum ist voller Gold, richtig? Von oben bis unten. Sehen wir nach. Hier wimmelt es von Söldnern. Ich wette, das Gold ist hier irgendwo. Das Essen soll ganz gut sein. Das Essen ist für mich das geringste Problem. Eher schon, dass mir in der Dusche die Seife runterfällt. Ich hasse es, wenn einem die Seife immer so aus der Hand flutscht. Klappe halten, ihr zwei! Na gut. Wir saßen also richtig in der Klemme. Aber bei der Army gibt es immer geheime Pläne. Auch wenn Serdaristan offiziell als neutral galt, war unser Nachrichtendienst misstrauisch und wollte das Land unter die Lupe nehmen. Dass wir 4 uns von der Truppe entfernt hatten, passte denen genau in den Kram. Und statt uns in den Bau zu schicken, machte man uns ein Angebot. Ihr wisst schon. Okay, könnt ihr mir das nochmal erklären? Erst sind die sauer, weil wir in Serdaristan eindringen. Und dann schicken die uns selbst wieder rein? Wir sollen Savomir Serdar finden. Savomir wie Sir? Savomir Serdar. Vater des Volkes. Hiesiger Diktator. Ein richtiger Fiesling. Offiziell heißt es, er sei neutral, aber er hat lange Zeit auf beiden Seiten mitgemischt. Vielleicht ist seine Glückssträhne zu Ende. So oder so, wir sind hier, um ihn zu überreden, mit uns zu kommen. Und zwar undercover. Wir dürfen jetzt also ins Land und niemand hat was dagegen.
Offiziell hat die Army mit der Sache nichts zu tun. Wenn wir entdeckt werden, sind wir immer noch fahnenflüchtig. Okay, suchen wir den Observationspunkt. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sind Sie wieder da, Sergeant? Over. Ja, haben nur einen kleinen Abstecher gemacht. Over. Ein persönliches Einsatzziel? Over. Ja, hat sich aber nicht gelohnt. Over. Wenn Sie diesen Einsatz hier überleben, können Sie vielleicht langsam wieder ans Angeln denken. Over. Alles klar. Out. Ist das ein Golfplatz? Klar ist das ein Golfplatz. Typisch für Diktatoren. Spielen Golf, während das Volk verhungert. Hey, seht mal, unser Helikopter! Der fliegt aber ganz schön nah an die Stützpunkte ran. Das dürfte kein Problem sein. Offiziell sind sie auf einer Suchmission. Die Serdaristaner werden sie in Ruhe lassen. Ich weiß nicht. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Scheiße. Oh, Scheiße! Scheiße! Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie. Sieht aus, als wären die hier nicht mehr wirklich neutral. Over. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Wissen wir. Machen Sie weiter und finden Sie Serda. Over. Aber wie kriegen wir ihn ohne fliegenden Untersatz hier raus? Over. Wollte ich gerade sagen. Es gibt da 3 feindliche SAM-Stellungen. Schalten Sie sie aus, dann bekommen Sie Ihren Heli. Roger. Out. Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie, over. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet, over. Okay, die 3 SAM-Stellungen sind ausgeschaltet, aber geheim ist diese Operation jetzt nicht mehr. Over. Gute Arbeit, Sergeant. Ich bin nicht autorisiert, Ihnen die Helikopterunterstützung zu bewilligen, aber ich hätte da eine kleine Überraschung, die Ihnen das Leben etwas erleichtern könnte. Begeben Sie sich sofort zum Absetzplatz, over. Bestätigt. Sind unterwegs zum Absetzplatz, over. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sieht aus, als hätten sie in ein Wespennest gestochen. Um den Palast herum tut sich einiges. Over. Für einen richtigen Krieg sind wir nicht ausgerüstet. Over. Ganz in der Nähe ist ein Versorgungslager. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Gehen Sie einfach ein bisschen shoppen. Over. Verstanden. Out. Wer hat sie gehört? Gehen wir shoppen. Ich glaube, das ist der Präsident. Was sagt er? Ich könnte mich irren, aber es klingt, als würde er um Hilfe bitten. Was für Hilfe? Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat sich in seinem Tresorraum eingeschlossen und kommt nicht raus. Wir holen ihn raus. Suchen wir den Kerl. Los! Was unterreißen Sie sich denn? Sie sind nicht meine geliebten Kinder. Sie sind nur dreckige, imperialistische Schweine. Ich werde nicht kommen mit Ihnen. Er findet uns gar nicht nett. Und er sagte was von einer Salami, glaube ich. Und er will nicht mitkommen. Man sieht, er ist angepisst. Übersetzt das mal jemand für mich. Was du willst, interessiert ja niemanden, kapiert? Alles klar. Presidentia, nicht Excellencia. Lass mich mal. Euer Exzellenzki... Mr. Präsidentsko? Nein, Helge, du sprichst kein Serdarisch. Halt's Maul! Ich brauch nicht diese Stümper-Übersetzung von euch. Ich perfekt eure Sprache spreche. Dann hast du auch kein Problem, das zu verstehen. Wir sind hier, um dich abzuholen. Dich abzuholen? Nur sie? Nur wir. 4 mickrige Soldaten. 4 mickrige Soldaten. Lass das, Haggard. 4 mickrige Soldaten. Ist keine Invasion. Ist aus Friedensbruch. Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie. Wir haben das Paket. Ich wiederhole, wir haben das Paket. Na bitte sofortige Abholung. Over. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Paket zurücklassen. Ich wiederhole, Paket zurücklassen. Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, Sergeant. Abholung wurde abgelehnt. Over. Abgelehnt? Wie kriegen wir den Helikopter her? Over. Ich sag's Ihnen wirklich nur ungern, aber er wird gar nicht kommen. Sie sind auf sich allein gestellt. Wir halten uns raus. Over. Was heißt auf uns allein gestellt? Wie kommen wir dann raus? Over. Das bleibt Ihnen überlassen. Ich entscheide das nicht, Männer. Ich kann da nichts tun. Ich soll den Kontakt abbrechen. Tut mir leid. Over. So viel dazu. Jungs, die lassen uns also im Stich. Oh Mist, jetzt kommen wir sicher nie hier raus. Ich weiß eine Fluchtmöglichkeit für uns. Was heißt für uns? Ich habe Befürchtung, das Vater von Volk Sedaristans hat keine andere Wahl jetzt als gehen in Exil. Es war Fehler zu erbitten, die Dienste von diesem Söldner. Moment mal. Der Legionär hält dich hier fest?
weil ich nicht aufbringen konnte Gold, das er verlangte. Er hat einfach mein Volk auf schlimme Weise untergedrückt. Aber ich sicher siegen werde. Volk von Sedaristan wird bald sich erheben und Rückkehr von geliebter Vater verlangen. Der Typ ist ja richtig witzig, wenn er so rumfantasiert. Der könnte uns noch nützlich werden. Ja, genau wie ein Euter beim Bullen. Haltet die Klappe. Sagt uns, wie wir hier rauskommen. So, das ist staatliche Transportmittel für Prominenz. Aber ganz unpassend für unhygienische stinkende Hintern von euch, meine ich. Und was ist mit dieser unhygienischen Ausstattung? Ist das eine Spiegelkugel? Aber ich gebe zu, der Whirlpool hat schon was. So, mal sehen, wie das Ding fliegt. Nix da. Los, raus aus dem Sitz. Spielverderber. Preston, zeig, was du kannst. Preston, du übernimmst. Ich versuch's mal. Tja, da saßen wir nun. In einem russischen Zuhälterhubschrauber mit einem Größenwahnsinnigen und einer Sammlung von schrottigen CDs an Bord. Unsere Vorgesetzten hatten uns im Stich gelassen. Und wir sollten der tödlichsten Armee der Welt nur als Zielscheibe dienen. Einen Hubschrauber flog ich wirklich nicht zum ersten Mal. Aber die Umstände waren diesmal schon ungewöhnlich. Mein wunderschöner goldener Helikopter verkrüppelt wie flügelloser Schwan. Als Kind, ich hatte eigenen Schwan, Marschall sich. Himmel, halt die Klappe, El Presidente! Hey, das tat richtig gut. Haltet beide die Klappe. Preston, wir müssen den Vogel runterbringen und reparieren. Okay, Jungs, tankt den Vogel auf und dann zurück in die Luft. Ich mach's schon, Sarge. Wir sind im Handumdrehen wieder weg. Versteht mich nicht falsch, ich will auch hier weg, aber wo genau wollen wir hin? Nicht sorgen, in der nächsten Kurve ist Nationalbrücke Poljolova. Ich sie benannt habe nach meiner Mutter. Eine Brücke? Eine Brücke wohin? Oh, nach Russland. Nach Russland? Wir wollen nicht nach Russland. Tut mir leid zu sagen, aber keine andere Möglichkeit. Es sei denn, wir wollen bleiben in Nähe von meiner einzutreuen Truppe. Ach ja. Scheiße, da kommen sie schon. Haggard, bist du fertig? Oh nein. Wir jetzt verlassen, wunderbare Sedaristan. Und hier steigen Sie auch aus. Für Exil eine ganz furchtbare Ort. Ich werde noch weitere Transport brauchen. Wo wir hinwollen, kannst du nicht mitkommen. Ja? Und wo genau wollen wir eigentlich hin? Na, überleg mal, Sweetwater. Ich weiß. Das Gold. Du redest bestimmt vom Gold. Aber wir wissen noch gar nicht, wo sie es haben. Bei den vielen Söldnern hier wette ich, dass wir es finden. Sie meinen wohl Gold von verräterischen Legionären? Ha, ich weiß, wo du das ist. Du weißt, wo es ist? Aber ja, natürlich. Und ich sicher bin, dass wir werden uns einigen, ganz bestimmt. Oh ja, hörst du Sweets? Klar, aber zuerst will ich mich mit dem schwarzen Helikopter einigen, der hinter uns herkommt. Was? Scheiße! Marlow, weich ihm aus! Festhalten! Es muss doch bessere Wege geben, eine Karriere zu starten. Aber ihr wisst bestimmt, wie es ist, wenn man abstürzt. Es tut wirklich, wirklich sau weh. Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie, over. Mike One Juliet, hier ist Bravo One Charlie. Alle sind weg. Wurden wohl gefangen genommen. Was soll ich tun? Ja, bitte Anweisung, over. Hört mich jemand? Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet, over. Na endlich. Könnt ihr mir helfen, over? Offiziell bestreiten wir jedes Wissen über ihren Abstecher nach Sedaristan. Und was das Oberkommando angeht, sind sie entweder fahnenflüchtig oder tot. Aber ich lasse meine Jungs nicht im Stich, over. Wissen Sie, wie froh ich bin, das zu hören? Können Sie orten, wo ich hier bin? Over.
aus, als wären sie in Russland. Over. Ich glaube, mein Squad wurde gefangen genommen. Können Sie mir Hilfe hier schicken? Over. Negativ. Das hier ist völlig inoffiziell. Hören Sie, ich sehe Sie auf dem Radar. Und ich versuche Ihnen zu helfen. Aber Sie dürfen mich nicht mehr anfunken. Verstanden? Over. Ja, verstanden. Over. Ich empfange Funksignale aus einem Dorf in Ihrer Nähe. Wohl militärisches Sperrgebiet. Ich glaube, Sie sollten dort nach Ihren Jungs suchen. Out. Danke, Miss July. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sieht aus, als wären Sie allein. Ich sehe nur eine Wärmesignatur, das müssten Sie sein. Wenn dort Feinde waren, sind Sie jetzt weg. Ich habe ein paar Sachen über das Gebiet rausgefunden, in dem Sie sich befinden. Weiter hinten im Tal gibt es so eine Art Kommunikationszentrum. Vielleicht finden Sie dort was raus. Out. Zu fliehen, Herr Präsident. Ich behandle Sie, wie es mir passt. Ich nicht geflohen! Dumme imperialistische Amerikaner haben mich mitgenommen auf leichtsinnige Flug. Aber jetzt, Sie warten in Klosterzelle auf Hinrichtung. Aber sehr gerecht. Ja, und wenn Sie mir nicht das Gold geben, das Sie mir schulden, blüht Ihnen das Gleiche. Sendet das Funkgerät? Hört mich jemand? Hört mich! Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Am Kloster ist einiges los. Irgendwas geht da vor sich. Beeilen Sie sich. Out. Hey Preston, schön dich zu sehen. Wir dachten schon, du bist tot. Was machst du denn hier? Naja, euch suchen. Oh, du willst uns retten? Das ist klasse, Mann. Ich meine, das ist zwar nicht nötig, aber trotzdem danke. Ah, kein Problem. Willkommen zurück, Marlow. Aber raus hier, bevor der Feind sich neu sammelt. Ja, wir müssen diesen Sardanski finden. Nur er weiß, wo das Gold ist. Habt ihr ihn gesehen? Wisst ihr, wo er ist? Nein, nicht wirklich. Aber Haggard meint, wenn wir eine Weile hier im Kloster herumstolpern und an etwas Nettes denken, laufen wir ihm vielleicht über den Weg. Ich glaube, so ist der Plan, oder, Haggard? Ganz so hätte ich es zwar nicht formuliert, aber so in etwa, ja. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Hören Sie mich noch, Marlow. Haben Sie die anderen gefunden? Over. Ja, er hat ein bisschen Glück. Over. Wir sind alle hier. Wie geht's so? Ich schwöre, ich kenne Ihre Stimme von sexystimmen.com. Ach, Haggard, Sie können mir doch nicht mal eine Tasse Kaffee spendieren. Das war ein Korb, Haggard. Aber wenn Sie schon fragen, mir geht's gut, danke. Und ich bin froh zu hören, dass Sie alle wieder zusammen sind. Over. Wir suchen weiter nach Serda. Wissen Sie, wo Sie ihn festhalten könnten? Over. Keine Ahnung, aber an der Flussmündung ist eine Menge Aktivität. Versuchen Sie es da mal. Over. Okay, Mike One Juliet. Dranbleiben. Over. Mein Bestes. Out. Hey, der Heli da hat uns an der Grenze zum Absturz gebracht. Ja, und ich kann mir jetzt auch vorstellen, wem er gehört. Da! Das ist der Präsident! Offenbar konnten ihre amerikanischen Freunde entwischen. Weit kommen sie nicht. Diese Imperialisten-Schweine nicht sind meine Freunde. Die haben ihnen aber geholfen, vor ihren Schulden zu fliehen. Das war doch nicht Flucht, es war Entführung. Ganz übel. Es ist mir egal. Mir ist jetzt klar, ich bekomme das Gold, das sie mir schulden, nie mehr. Darum vergesse ich ihre Schulden und nehme stattdessen ihr Land. Das macht nichts, gar kein Problem. Ich gehe in Exil und führe ruhige Leben. Da bin ich mir sicher. Umlegen. Ich nicht betteln werden um mein Leben. Lassen Sie meine Arme los. Ja, bitte. Ich werde betteln. Nein, bitte, was machen wir jetzt? Was würdest du denn vorschlagen, Klugscheißer? Haltet mal die Klappe, ihr beiden. Und folgt mir. Das ist ein Wunder. Nicht tot. Hallo, Eure Hoheit. Kumpel, weißt du, wer wir sind? Ja, ja. Imperialistenschweine. Ferne. Halt die Klappe. Nehmen wir das Boot. Der Vater des serdaristanischen Volkes gab uns wertvolle Tipps. Er sagte uns, das Gold sei im Tanker des Legionärs in Sardis, der Prachtstadt am Kaspischen Meer. Naja, das wäre sie, wenn man sie fertig gebaut hätte.
Und der Präsident persönlich? Ja, ja. Hart. Was er? Ihm wurde wie gewünscht Exil gewährt. Hey, Leute, guck mal. Da ist es. Ja, ich hab doch gesagt, wir sehen das Boot wieder. Ja, das ist der Legionär. Tja, anscheinend sind wir hier richtig. Okay, wie packen wir es an? Wir müssen es auf die umständliche Tour machen. Sichern wir erstmal den Strand. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sind Sie falsch abgebogen? Sie sind in Sardis? Over. Nein, wir sind im Kampf gefallen, schon vergessen? Was wir machen, geht niemandem mehr was an. Over. Auch wieder wahr. Aber Sie machen es mir echt schwer, Ihnen zu helfen. Und Sardis ist ein Wespennest. Over. Sarge, sag es ihr. Wissen Sie noch, damals in Serdaristan, wir waren auf der Suche nach Gold. Das Gold des Legionärs, falls Ihnen das was sagt. Over. Ich kenne die Geschichten. Over. Wir haben verlässliche Informationen, dass das Gold hier ist. Wir wollen es uns holen. Over. Kann ich Ihnen noch nicht mal verdenken. Aber Vorsicht, US-Truppen sind in die Region unterwegs. Könnte ein ziemliches Durcheinander werden. Over. Ich bin sowieso schon ziemlich durcheinander. Over. Und Männer, denken Sie an mich, wenn Sie finden, was Sie suchen. Out. Sag mir einfach deine Lieblingsfarbe, Baby! Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sie kriegen gleich Besuch. Over. Feindliche Einheiten? Over. Nein, wir starten gerade einen Gegenangriff. Die erste Welle erreicht ihre Position in ein paar Minuten. Wir sichern die Brücken im Süden, dann müssten wir den Rest der Stadt problemlos einnehmen können. Out. Verdammt. US-Truppen kommen in diese Richtung. Wenn die uns einholen, können wir das Gold vergessen. Sie hat was von Brücken gesagt, oder? Wenn wir die hochjagen, können wir sie vielleicht lange genug aufhalten, um zum Schiff zu kommen. Du willst den Vormarsch der US-Truppen stoppen? Wäre das nicht Hochverrat? Von stoppen war nicht die Rede. Nur eine Weile aufhalten. Das ist ein Unterschied. Aber für die Todesstrafe reicht es vermutlich trotzdem. Was die Army betrifft, sind wir schon tot, schon vergessen. Und Haggard hat recht, wir müssen die Brücken hochjagen. Söldner! Na toll. Jetzt kämpfen wir gegen die Max, die Söldner und unsere eigenen Jungs. Hey, vielleicht tauchen ja auch noch die Russen auf. Wir kommen nicht vorbei. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Haggard, kriegst du das hin? Kann ich Preston mitnehmen? Ja, ihr beiden lenkt sie ab. Sweets und ich machen uns auf die Suche nach dem Gold. Nun, es war doch kein Schauermärchen. Oh nein! Seht euch das an! Bitte! Es ist wahr! Es ist wahr! Tonnenweise Gold! Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich bin überwältigt. Ich wollte Ihnen diesen Anblick nicht verderben. Aber wir hatten keine Ahnung, wie wir das Gold da rausschaffen sollten. Und der Bösewicht war noch, naja, quicklebendig. Kommt schon! Gib uns eine Pause! Wir müssen hier verschwinden! Bei uns! Soll ich etwa für dich einen Plan machen? Schaff ich allein! Wir brauchen eine größere Kanone! Ich glaube, ich weiß, wo wir eine finden! Kommt mit, aber schnell! Wir haben sie verloren. Du glaubst? Sieht so ein Plan bei dir aus? Ach, haltet's Maul, ihr zwei. Jetzt rechnen wir ab. Du klingst erschöpft, Sarge. Hattest du zu wenig Schlaf? Ich weiß nicht, Haggard. Ich bin wirklich beeindruckt, wie meisterhaft der Sarge hier den Anführer spielt. Haltet die Klappe, ihr Trottel. Passt auf, er kommt schon wieder. Langsam leistest du wirklich was in unserem Squad. Genau, er kann mir jederzeit Rückendeckung geben. Ja, nicht schlecht für ein Greenhorn. Tja, Jungs,
Konzentrieren wir uns aufs Gold. Ich find's toll, dass ihr mich endlich in eurem Squad aufnehmt. Hey, Jungs, hat sich schon einer überlegt, wie wir das Gold hier wegschaffen wollen? Du schon wieder. Negativ, negativ, negativ. Habt ihr die leiseste Ahnung, wie schwer das Zeug ist? Mann, wir werden bald die reichsten GIs der Welt sein. Kannst du dich nicht wenigstens eine Minute darüber freuen, du Blödmann? Lass ihn, Haggard. Ja, es war wohl zu schön, um wahr zu sein. Siehst du, was uns deine negativen Gedanken eingebrockt haben? Ach, dann ist alles meine Schuld. Mir egal. Wir haben's vergeigt. Lasst uns abhauen, bevor sie uns finden. Soldaten! Worauf wartet ihr denn noch? Sir, wir sind eine Gruppe von sicher, eingebetteten... Sir, die Gegend ist sicher. Wir warten auf neue Befehle. Nehmen Sie den Truck und folgen Sie dem Konvoi. Den Truck, Sir? Ja, den Truck dort mit den Metallabfällen. Vorwärts! Sir! Ja, Sir! Kriege werden aus allen möglichen Gründen geführt. Und falls die, die einem genannt werden, nicht gut genug sind, muss man eigene finden. Und glaubt mir, mit etwas Glück kommt ihr unversehrt davon. Aber letzten Endes zählen nur die Männer neben einem. Truckosaurus Rex, ich komme! College, Achtung, ich komme! Auf zum Angeln!